Der Zeitdruck, die ganze Anspannung. Ich war schon nervös vor meinem Referat. Aber ich hatte ja gelernt, wie ich damit umgehe. In 8 Jahren Komet. Komet. Kommunikationstraining, Methodentraining, Teamarbeitstraining. In Klasse 5 sind zum Beispiel Heftführung, Gesprächsregeln, Texte markieren oder auch wie und wo ich mir Informationen beschaffe und welche Lexika ich zum Nachschlagen verwende. Damals in der 5. Klasse hatte ich mich total gewundert. 1 Stunde Komet pro Woche. Aber rückblickend muss ich wirklich sagen, dass es mir den Übergang ins Gymnasium leichter gemacht hat. Ich lernte schnell, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Wobei, denkst du, dass das hier wichtig ist? Ja, finde ich schon. Ehrlich gesagt, diese Bastelei in der Gruppe hat mich damals ziemlich genervt. Heute weiß ich, es waren wichtige erste Schritte, um ein teamfähiger Mensch zu werden. Auch diese ständigen Diskussionen, wer da jetzt was wohin klebt, meine Güte, aber ich habe dabei gelernt, mich auf andere Menschen einzulassen. Das ist ja wieder so eine Lücke, oder? Ja, schau, aber wir haben das jetzt hier schon zusammengefügt, dann müssten wir das erst wegradieren, aber das ist jetzt schon zusammen. Guck mal, hier war nämlich das Ding schon zum Aufklappen. Ja, das war Und dann die erste Präsentation vor der Klasse. Mann, oh Mann, war ich aufgeregt. Wenn ihr eine Katze halten möchtet, müsstet ihr unbedingt ein paar verschiedene Spielzeuge besorgen. Praktisch wäre dann natürlich ein Kratzbaum, Bälle oder ähnliches. Ich merkte aber, dass ich selbstsicherer und selbstständiger wurde. In der 7. und 8. Klasse steht die Medienkompetenz im Vordergrund. Bei dem Projekt Im Netz aber sicher werden Informationen aus dem Internet herausgesucht und in einer PowerPoint-Präsentation verarbeitet. Diese wird dann anschließend an einem Elternabend präsentiert. Damals ging es mit dem Internet ja gerade erst richtig los. Von Gefahren wusste ich nichts. Woher auch? Dann hier unten noch schwarze Schafe melden. Ist auch noch wichtig. Das mit den schwarzen Schafen würde ich noch markieren. Ohne Komet wäre ich wohl auf vieles reingefallen. Und erst bei rechtlichen Fragen, da war ich natürlich total naiv. Ach, guck mal, das Bild, das passt total gut zu unserem Thema. Findet ihr nicht auch? Ja, finde ich auch, nur das können wir nicht nehmen, das ist geschützt. Ich gehe mal auf die Seite mit den ungeschützten Bildern. Finger weg von problematischen Seiten, okay. Aber dann auch noch meinen eigenen Eltern die Gefahren des Internets vortragen. Das war echt ein Ding. Wohlfühlen ist anders. Aber da musste ich durch. Der Vertrag mit Minderjährigen ist ungültig, wenn die Eltern einem solchen nicht zugestimmt haben. Die Erziehungsberechtigten können dann den Vertrag wegen arglistiger Täuschung vor Gericht anfechten. Ich weiß nicht mehr wie, aber ich hab's hingekriegt. In der 10. Klasse und der Oberstufe lernt man vor allem den Umgang mit wissenschaftlichen Texten, das Zitieren, Zeitmanagement, Körpersprache, die freie Rede. Diese Fähigkeiten werden in der Oberstufe noch weiter ausgebaut, vor allem im Hinblick auf das Abitur. Heute stelle ich ein Buch vor. Es heißt Der Vorleser. Der Autor dieses Stopp, Katrin. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Heute stelle ich ein Buch vor. Es heißt Der Vorleser. Der Autor dieses Romans ist Bernhard Schlink. Jetzt war es laut genug. Ja, stimmt. Heute halte ich ein Referat über Säuren und Basen. Stopp, Peter. Denk an den Blickkontakt. Heute halte ich ein Referat über Säuren und Basen. Hat er schon besser gemacht? Hallo, ich halte heute ein Referat über London. London ist die Hauptstadt von England. Stopp, Miriam. Du solltest aufrecht stehen. Okay. Hallo, ich halte heute ein Referat über London. London ist die Hauptstadt von England. Jetzt stehe ich kurz vor dem Abitur. Ich habe keine Angst davor. Ich kann mich präsentieren. Und Zeit läuft mir jetzt auch keine mehr weg. Einige Punkte des Kometunterrichts habe ich auch heute umgesetzt. Ich habe meine Zeit eingehalten und sie bestmöglichst genutzt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass es euch gefallen hat.